Moin moin da draußen an den Empfangsapparillos. Mein Name ist Ben aka Captain Aldi und ich bin mal wieder ein Opfer von TikTok geworden. Wer mich kennt, wer den Podcast verfolgt, der weiß, dass ich gerne auf TikTok unterwegs bin. Und kleine Eigenwerbung an der Stelle. Ja, Cloudplay hat auch einen eigenen TikTok-Kanal. Schaut gerne vorbei. Und dann scrollt man da mal wieder so durch und sieht dann irgendwie so Gameplay-Material, wo man sich denkt, okay, wow, das sieht gerade noch irgendwie interessant aus. Mich persönlich catcht es ja immer noch so ein bisschen, wenn man was von der Unreal Engine 5 sieht, weil das Ganze ja dann doch sehr, sehr, sehr realistisch aussieht. Und ja, irgendein Content Creator hat eben Fractured Mind gespielt. Und was Fractured Mind ist, sprechen wir gleich kurz drüber. Ne, sprechen wir jetzt drüber. Also, Fractured Mind ist eine Konzeptdemo, Gameplay-Demo von, ich gehe mal einmal auf die ModDB-Seite, von Alex Codreneau oder Alex Codreneau, also dieser kompetente Mensch hier oben. Und der hat eben eine Gameplay-Demo entwickelt, wo er auch selber sagt, ja, das ist inspiriert von PT. Wir alle kennen noch den Playable-Teaser damals von der PlayStation 4 zu dem dann doch abgesagten Silent Hills, was immer noch sehr, sehr schade ist. Und es schlägt so in die Kerbe von den Spielen, die momentan sehr beliebt zu sein scheinen, und zwar halt ein Spiel, was realistisch aussieht, durch die Sicht einer Bodycam. Ja, und da gibt es einmal, das ist momentan auch gefühlt in einer heißen Phase, das heißt auch so, Bodycam, ein PvP-Shooter, der irgendwie, glaube ich, auch vor einem Monat oder so mal eine Closed-Beta-Version hatte. Und was man da dann auch auf den sozialen Medien und auf TikTok sieht, denkt man sich auch, alter Schwede, das sieht schon wirklich krass realistisch aus, dank der Unreal Engine 5. Und es gibt noch einen anderen Shooter, der war, meine ich, aber Singleplayer, heißt, lasst mich lügen, Off the Record oder On the Record, irgendwie so. Und das ist dann, wie gesagt, ein Singleplayer-Shooter, wo man Polizisten spielt, auch eben aus Bodycam-Sicht und eben mit der Unreal Engine 5. Also sieht extremst realistisch aus. Und ich weiß noch, als da damals so die ersten Bilder bzw. Videos auftauchten, so der erste Teaser oder Trailer oder whatever, da entfachte schon so eine Diskussion im Netz, wie realistisch sollten Shooter überhaupt sein. Weil das ja schon doch echt fies aussieht, wenn man sagt, ich spiele jetzt einen Shooter, der fast fotorealistisch ist und schießt da Leute ab. Finde ich, ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen schwierig, aber auf der anderen Seite, ja, Leute, ne, das ist ja nun mal so ein einfach wieder, dass man sagt, wir stehen gerade schon wieder so an der Schwelle eben zur nächsten Grafikgeneration. Man hat ja immer, ne, die Zeiten von C64 und dann auch Nintendo und so, die sind ja nun mal, wobei die Unreal Engine 5, Unreal Engine 5, Mann, die sieht ja auch sehr, sehr gut aus. So, und genau, also, this is a PT-inspired psychological horror game with a bodycam style. Geht ungefähr 25 bis 30 Minuten. Wenn das volle Spiel rauskommt, soll es, sagt er selber, halt über eine Stunde gehen. Und er ist sich jetzt aber auch noch nicht so sicher. Ne? Und spielt wohl in der U-Bahn. Wir können uns ja mal die Screenshots einmal anschauen. Ne, warte mal, dafür gehen wir mal wieder auf die Seite. Da können wir sie nämlich besser sehen. Also es sieht ja nun wirklich sehr realistisch auch aus. Das scheint nämlich auch so ein Trend zu sein mit den verpixelten Gesichtern dann. Das macht ja Bodycam auch. Ich weiß nicht, ob das
gewollt ist im Sinne von, also so einen künstlerischen Effekt hat oder ob man jetzt dann auch schon im Vorfeld wirklich sagt, nein, bei so einem Shooter oder bei so einem Game, ich glaube, das bezieht sich tatsächlich dann aber auch eher mehr auf Shooter, macht man eher das, weil sonst wird das Ganze vielleicht einfach zu krass? Ich weiß es nicht. Wird man sehen. So. Da sehen wir unverpixelte Gesichter. Das wird wohl aber storytechnisch relevant sein. Denn, ja, worum geht es in dem Spiel? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe eine Vermutung. Aber wir gucken uns jetzt einmal die Itch.io. Nennen Sie mal gerne Itch.io, die Itch.io-Seite an. So, Background Special Agent Michael, wer auch immer, redacted. A seasoned tactical team leader at the young age of 28 has an illustrious service record marked by successful missions. However, recent events have profoundly affected him. His emotional Wellbeing is at risk and his performance has deteriorated. So. So viel schon mal dazu. Also ich gehe mal davon aus, dass es jetzt damit zu tun hat. Ne, wir haben jetzt das gerade gelesen, dass er irgendwie der Leiter ist, der Leader von so einem Tactical Special Team. Einigen Scheiß auch schon auf gut Deutsch gesehen hat und wohl der letzte Einsatz seine Psyche wohl richtig, richtig hart beeinträchtigt haben soll. Und genau, hier sehen wir das halt auch noch mal. Educate Special Agent Michael about PTSD. Also es geht halt einfach um diese, wie heißt es, Post-Traumatic Stress Disorder, was ja, worunter viele solcher Einsatzkräfte tatsächlich auch leiden. Und ja, das hat man wohl mal so als Hintergrund genommen, eben einen Horror-Shooter oder einen Shooter, weiß ich nicht, ob es das ist. Ich habe auch noch nicht reingeguckt. Ich habe immer so kleine Ausschnitte gesehen, aber halt einfach ein Game zu nehmen, was dann auch mit der Psyche halt einfach spielt. So, und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt gleich direkt Fractured Mind an. Wenn ihr euch dieses Video auch, Quatsch, wenn dieses Spiel auch mal ausprobieren möchtet, dann haue ich euch den Link dazu gerne in die Videobeschreibung und genau, ist halt für PC, ist halt auch wie gesagt nur eine Konzeptdemo. Der Download ist um die 2 GB groß. Und wenn ihr euch dieses Video jetzt anschaut und denkt, ich würde es ja gerne spielen, aber mein Rechner, der kann das nicht. Ich weiß nicht, ob ich da für euch was hab. Ah. Dieses Video wird euch präsentiert von Shadow, eurem Windows-Rechner in der Cloud. Ob Videobearbeitung, Gaming oder einfach nur Office-Anwendung, egal wo ihr seid, egal mit welchem Gerät, habt ihr vollen Zugriff auf euren PC. Sichert euch jetzt mit dem Promocode CloudPlay 10 € Rabatt im ersten Monat. Und wenn ihr euch diesen Promocode nicht merken konntet, nee, da könnt ihr ihn euch nochmal abschreiben. So, wir springen ins Spiel
hinein. So sieht das Ganze aus, wenn ihr euch das runtergeladen habt. Ich muss jetzt eine Sache gestehen. Ich nehme das jetzt zum zweiten Mal auf. Denn ich bin ganz ehrlich, es hat sich ein bisschen gezogen. Es hat sich sehr, sehr, sehr krass gezogen. Und nein, ich habe immer noch keinen Plan, was man da so wirklich machen muss. Dennoch dachte ich dann, okay, schauen wir uns ein YouTube-Video irgendwie zum Ende an, ne? Also wie das irgendwie ausgeht. Ich habe da auch irgendwie nur ein Video gefunden gefühlt und der hatte auch keinen Plan, aber der hat mich auf eine Idee gebracht, ein Rätsel zu lösen. Deswegen springen wir jetzt ins Spiel rein. Ha. Und es ist auch nicht aufregend. Wir sind schon drin. Es gibt kein Menü und nichts. Das Einzige, was mich schon jetzt brutalst stört, ist die Tatsache, dass die Maussensitivität sehr, sehr, sehr träge ist. Und man kann es nicht einstellen. Ich zeige euch das Menü mal. Was halt nämlich auch sehr geil ist, irgendwie, dass sich hier so die ganze Zeit bewegt. Und versucht man dann hier so diese kleine Box halt anzuhaken, ne? Das ist sehr anstrengend. So, pay attention to small details. You will need five letters to unlock the padlock. They are hidden throughout the game. You will need to complete. Body. Ah, guck mal, da. You will need to complete the body before proceeding to the ending. Okay. Das. Jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Ihr werdet das gleich sehen. Ich bin gerade verzweifelt und irgendwie das Gameplay-Video, was ich gerade aufgezeichnet habe, ging eine Stunde. Das ging eine Stunde. Nichtsdestotrotz habe ich auch nur einen Buchstaben gefunden. Nur einen. Aber diese sind ja auch versteckt. So. Das heißt, wir gucken mal. Das Spiel nimmt euch auch nicht an die Hand, ne? Also das ist ja, das steht ja auch in der Beschreibung drinne. Das muss man alles irgendwie selber ausklabüstern. So, do not waste bullets. You might need them later. Who knows what might come after you. So, ich hoffe, dass wir da jetzt ein bisschen zügiger durchkommen. Und trotzdem glaube ich, werde ich nicht wissen, wann die Jumpscares kommen. Also, es sind ja. Also, ich sag mal so: so klassische Jumpscares irgendwie sind das auch nicht. Ich weiß es aber schon mal zumindest so, wonach man grob gucken darf. Ich würde mal tippen, ist das B vielleicht auch schon ein Buchstabe, den wir brauchen? Also, das ist ja wirklich sehr prominent da. Carrying of smoking and lightning materials forbidden. So, was steht hier? No exit. Ja, aber was? Ich will auch nur da durch. Müssen wir jetzt umdrehen? Nö. Okay, was machen wir? Durch. Okay. Ne, da sagte ich gerade noch, vielleicht kommen wir schneller durch. So, was haben wir da? Playload. Was?
In any a train, it's unlawful. Achso, it's unlawful. C30. Conditioning car. Ich hätte vielleicht vorhin aus dem Game raustappen sollen. Dann hätte ich das irgendwie alles so zusammengeschnitten. Jetzt auch mal Stille. Das, also ich weiß ja, ich glaube, dass die U-Bahn fährt. Ich glaube das. Da würde ich mir echt wünschen, dass es ein... auch einfach so eine Geräuschkulisse geben würde. Das war doch alles. Wir können nicht rennen. Wir können springen und ducken. Das geht. Weiß auch nicht, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Expect Delays, ja. Also das Spiel macht einen auch, also kann einen, diese Demo kann einen auch echt wahnsinnig machen. Also nochmal, es ist eine Demo, das Spiel ist Entwicklung, es ist ja auch dann eher dann nachher so ein kleineres Spiel, was dann irgendwie erscheinen soll, wo auch immer. Ich möchte doch einfach nur noch mal zu dem Rätsel hin, wo wir gerade waren. Wo ich schon war. Okay, der Zug hält an. Seht ihr? Wir sind nämlich gefahren. So, Passengers. Expect Delays, da sind wir noch. Oh, ich würde gerne rennen. Ich sag euch, dass ich würde gerne sprinten. Aber das ist natürlich alles ein bisschen auch hier atmosphärisch. Police have been called by scared neighbors as they heard shouting and crying, which they thought was strange coming from their house as this has never happened before. Unfortunately, as the officers arrived on the scene, a loud gunshot was heard echoing through the otherwise quiet night. The police were unable to subdue the husband, so they were forced to open fire. Officers present on the scene have told us that the perpetrator was not responding to their calls to drop the weapon, as he appeared in a trance-like state. The victim, 25-year-old Emily, was described as being happy, outgoing, and full of life. Her husband, 28-year-old Michael, was seen as a quiet but happy and well-adjusted man. This horrible tragedy has come as a big shock to all the people who knew them, since they have always appeared as a cheerful and in-love couple. The motive behind this seemingly strange murder is still under investigation,
but the police have confirmed a single gunshot wound to the chest was the cause of Emily's demise. The motive that led to this horrific act is still shrouded in mystery. Was it the sudden surge of uncontrollable anger? Or was it the culmination of a long and simmering Ja. Dank der Infoseite, die wir vorhin gelesen haben, wissen wir, dass wir Michael sind. Und dementsprechend scheinen wir wohl unsere Frau, Freundin, unsere Lebensabschnittsgefährtin, ja, erschossen zu haben anscheinend. Unfortunately, as the officers arrived on the scene, a loud gunshot was heard echoing through the otherwise quiet night. The police were unable to subdue the husband, so they were forced to open fire. Are you okay? Officers present Are you okay? The perpetrator was not responding to their calls to drop the weapon. Five-year-old Emily was described as being happy, outgoing, and full of life. Her husband, 28-year-old Michael was seen as a quiet but happy and well-adjusted man. The motive behind this seemingly strange murder is still under investigation, but the police have confirmed a single gunshot wound to the chest was the cause of Emily's demise. The motive that led to this horrific act. News. A man has reportedly killed his wife ja, in the quiet verstanden. Suburbs of. Wir haben es verstanden. Ich weiß aber auch nicht, ob man das hier irgendwie alles gegebenenfalls abkürzen kann. Also im Sinne von, ne, also dass man irgendwas machen muss, damit man weiterkommt. Also dass man halt hier nicht ständig in diesem Loop gefangen ist. Oder ob das halt einfach so gewollt ist, ne? Her husband, 28-year-old Michael was seen as a quiet but happy and well-adjusted man. This horrible tragedy has come as a big shock to all the people who knew them. So, hier. Inpatient referral from form to psychiatric institution. Also wir haben hier einen Anmeldebogen für die Psychiatrie oder eine so ein Psychiatrieinstitut eben. Ja, hier ist. We interrupt this program with breaking news. A man has reportedly killed his wife in the quiet suburbs of. Okay. Unfortunately, as the officers arrived on the scene, a loud gunshot was heard echoing through the otherwise quiet night. The police were unable to subdue the husband, so they were forced to open fire. Officers present on the scene have told us that the perpetrator was not. Remember to pay attention to small details. So, wir brauchen 5 Buchstaben. Also ich würde sagen, 2 haben wir schon. Wir haben einmal das E. Wir haben das E, was gerade hinten auf diesem Brief stand, und ich würde tippen, dass zumindest das B auch damit reinläuft. Sind wir schon wieder in so einem Loop, oder? Du kannst auch mit nichts interagieren hier.
Deswegen, also ich weiß auch nicht, was wir irgendwie triggern sollten, können, um gewisse Sachen zu erreichen. Aber hier ist auch schon mal wieder anders. Also wenn es mal anders ist, ist es ja schon mal gut, ne? Hier vorne schon mal ein bisschen duster. Da ist das Licht aus. Jetzt auch sagen, are you okay? Are. Das ist er. Ich weiß es nicht. So, ja. Murderer. 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 Du, du. Unlock the padlock. Ich weiß es auch nicht. Also ich bin schon vielleicht stolz auf zwei Buchstaben. CCA. Warte mal, dann hätten wir ja aber ein Wort, Bäcker. Also, weiß ich nicht, die Abkürzung von Rebecca. Dann ist aber die Frage, was, wie das Padlock nachher aussieht. Oh, hier, die Anzeigetafel hat sich auch geändert. Murderer. Oh. Da kommen die ersten Party People. Das ist schon wieder alles Murderer. Irgendwo stand noch ein Fernseher. We interrupt this program with breaking news. You are a goddamn murderer. 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 You Ich? are a goddamn murderer. Wir? You are a goddamn murderer. Ja. You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. You are a goddamn Got it. You are a goddamn murderer. 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 Ich weiß. You are a goddamn murderer. Man muss ja nicht drauf rumreiten jetzt. Ist verstanden. Murderer. So, aber jetzt gucken wir uns mal. Der da hinten ist nicht verpixelt. Was ist da denn los? Sieht aber schon. Also, die Modelle finde ich sehen schon gut aus, die Character Models. Ja, guck mal, ich glaube, das war gerade eben nur ein Bug, das. Oder das hat irgendwas mit der Viewing Distance zu tun. You are a goddamn murderer. Ich hab's verstanden. You are a goddamn murderer. 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 You
dann wahrscheinlich wieder dieses Form. Damit habe ich nicht gerechnet. Hallo. Und nein, ihr könnt fragen, man kann die nicht, man kann nicht auf diese Personchen schießen. Also man kann schon, aber es bringt halt nichts. Null. Für euch getestet. Weil ich irgendwie dachte. Ey, das ist auch. Ich wusste ja, dass diese Sektion kommt, aber das. Oh, Leute. Aber das kriegt mich halt einfach, ne? Dass die so komisch hier zucken. Dass die Leute hier einfach so komisch zucken. Das kriegt mich. Weil das so spooky ist. Schon wieder Zelle. Murderer. Ah, da steht doch immer das Gleiche drauf. Neun Zettel. So, yeah. Dear Mr. Dingenskirchen, I'm sending you a letter because I don't know how else to contact you anymore. You have been ignoring my calls and emails, didn't even answer your door. What happened? You were making such amazing progress. The nightmare seemed to stop. The voice was gone. You and Emily. We're in love again. Please, please contact me as soon as possible. I'm getting very worried. Love, Dr. No. What the? Wen wird den denn? Ey, ohne Witz, ich kriege schon wieder Gänsehaut. Und ne, also auch wenn du irgendwie weißt, was so passiert, das ist trotzdem so richtig so ein unsettling Scenario. Their innocent blood is on you. Vergessen, dass das funktioniert. Das ist schon wieder total vergessen. Oh. A hostage rescue operation went horribly wrong in the subways of the small town of when the tactical team leader, Special Agent Michael, slightly misjudged the situation, leading to all 15 hostages being executed by the ruthless terrorists. Among the hostages was a 5-year-old girl who was going to visit her grandparents with her father. The investigation that ensued has concluded that Special Agent Michael was not entirely at fault, but the families of the victims have already pronounced him guilty. This terrible tragedy has left a profound impact on Agent, whom has since left the force and has been undergoing heavy therapy. The question that still haunts everyone's minds is this. Why couldn't you save them, Michael? Why couldn't you save them, Michael? Why couldn't you save them, Michael? Why couldn't you Das save habe them, ich jetzt Michael? gerade erst Why beim couldn't you save them, Michael? zweiten Mal Why spielen so couldn't you richtig save erst them, irgendwie Michael? Why realisiert. couldn't you save them, Michael? Why couldn't you save them, Michael? Wir hatten ja gelesen am Anfang, dass ja irgendwas richtig schief gelaufen ist
Und jetzt wissen wir, was schiefgelaufen ist. Und zwar ein Einsatz, um Geiseln zu retten. Also sprich quasi diese Leute, die hier in der U-Bahn sind. Da gab es irgendwie einen Geiselnehmer und wir sollten sie retten. Und alle 15 Geiseln haben es leider nicht geschafft. Okay. Manchmal muss man es zweimal spielen, um zu verstehen. So, pass auf. Und ich habe mich ja schon gefragt, warum das hier so anders ist, ne? Okay. Das ist noch mal die Note vom. Können wir die noch mal lesen, oder? Ja. Wir haben jetzt ja. Haben jetzt ja zwei Arme. So, die. Pass auf, die nehmen wir jetzt mal mit. Hätte das null mitgekriegt. Das ist ein Arm weg. Don't get it. Ja, den, pass auf, ne? Und den habe ich ja auch schon gerade gesehen. You complete me, das ist natürlich halt auch relativ lustig. Wusste aber nicht, dass man die Gliedmaßen einsammeln kann. So, also haben wir noch das. So, und jetzt kommen wir nämlich. Why couldn't you save them, Michael? 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 So, weil hier kommen wir nämlich gerade nicht weiter. Die Tür ist jetzt nämlich erstmal zu, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Und deswegen müssen wir jetzt mal gucken, wer hier so ein bisschen anders angezogen ist und wer mir mal. Why couldn't you save them, Michael? 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 Why So, irgendwo muss er hier. Why couldn't you save them, Michael? Why couldn't you save them, Michael? Why couldn't you save them, Michael? Noch Why ein couldn't you zurück. save them, Michael? Why couldn't you 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 save them, Okay. Michael? Why couldn't you save them, 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 Michael? So, Why couldn't you ein save Bein them, haben Michael? wir schon mal. Ein Bein haben wir schon mal. Wollen wir mal gucken, ob wir noch irgendwo was anderes herkriegen. Theoretisch hätten wir ja auch schon einen Arm gehabt. Aber der ist ja irgendwie flöten gegangen. Why couldn't you save them, Michael? 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 Why couldn't you save them, Die haben wir ja gelesen. So, bei dem kann man nichts mitnehmen.
Also das ist einfach nur. Ja, das weiß ich doch nicht. Bau nur mal bitte zwei Arme und ein Bein. Wer hätte denn noch was für mich? Bitte. Der hat nix. Hä? Wieso sind wir denn jetzt? Pass mal auf, und den Arm brauchen wir noch. Lololololo, ich habe ein Bein. Ich glaube, dass es ein Bein ist. Ich würde es behaupten. Die Frage ist dann, ob wir den Arm kriegen. Weil ich glaube, nämlich den brauchen wir auch noch. Oh, er hat noch einen Arm. Er hat noch einen Arm zu verschenken, das ist gut. Wir müssen ja nur an den Toren mal wieder vorbeikommen. Das wäre natürlich gut. Oh. Kinder, wir machen jetzt Folgendes. Ich werde noch mal zu der Stelle hinspielen und das schneide ich das zusammen. Und dann werden wir sehen, was passiert. Ja. Kriegt ihr gar nichts von mit. Passt mal auf. So. Und da sind wir wieder. Habt ihr gar nicht gemerkt, ha? Ich habe jetzt schon mal zwei Beine dran und einen Arm. Und ich weiß jetzt nicht, ob das letzte Glied ist, was wir da ranbauen müssen. Oder ob noch der Kopf fehlt. Nur ich dachte, ich nehme euch mit. Ihn nicht, aber euch. So. Ich hoffe nur, es crasht nicht wieder. Das wäre sehr ärgerlich. Ich meine, ich bin gut und gerne durchgerusht, so gut es ging. Aber es waren jetzt auch locker noch mal so eine Viertelstunde halt, ne? So, mal ran. Da brauchen wir, denke ich mal, doch noch einen Kopf, ha? You complete me. Was auch sehr creepy ist, wie sich die Finger so verformt haben. Gut, also gehen wir auf die Suche nach dem Kopf. Ich denke, wir werden da sicherlich dann ja was finden. Hoffe ich. Nicht, dass wir hier noch kopflos durch die Gegend irren. So, das haben wir gesehen. Gucken alle so erwartungsvoll. Der hat hier irgendwie. Achso, ne. Da hat er so einen komischen Hals. Hey. Hui. I love you, baby.
Ist das Emily? Ist das Emily? Der U-Bahn geht's nicht gut. Und das Spannende ist ja, dass das jetzt auch wieder schon so ein Game ist, wo man auch gerne mal, auch wenn man fertig ist mit dem Spiel, sich das nochmal durch den Kopf gehen lässt. Denn ich bin ganz ehrlich, zwischen Spiel stürzt ab und ich spiele dahin und ne, ihr seht jetzt ja weiter, ist für mich einiges an Zeit vergangen, weil ich noch einen Termin hatte und noch wohin musste und Mittag gegessen habe und. Und trotzdem habe ich die ganze Zeit irgendwie an dieses Szenario gedacht und hallo? Was wohl alles so dahinter steckt? Und solche Games mag ich ja, ne? Worüber man dann immer noch mal so ein bisschen diese im Kopf gerne weiterlaufen. Apropos Kopf, wir brauchen noch einen. Das ist wieder so ein Spiel, wo die Taschenlampe nichts bringt, so wie dieses eine komische Game, was wir letztens auf Steam gespielt haben. Forgotten irgendwas. Das war nun wirklich schlimm. Also, fand ich, mochte ich nicht. Ich meine, hier geht das ja noch. Aber du denkst ja eigentlich, wenn du so eine Taschenlampe hast. Also es ist ein bisschen heller. So, wo hängen wir fest? Wo ist denn der Kopf? Haben wir noch was Neues stehen? Nein. Es ist immer noch Murderer. Murderer. Ich hatte auch gerade kurz Schiss, weil das eine Bein, was ich eingesammelt hatte, das ist in der Wand festgeglitscht. Ich war sehr froh, dass es dann doch irgendwie wieder rauskommt. Oh, ich will die Tür nicht aufmachen. Wir haben schlechtere Lichtquellen schon gesehen, wie gesagt, aber sie könnte gerne ein bisschen heller sein. Ihr seht jetzt nämlich, glaube ich, gerade gefühlt gar nichts. Kann ich? Warte mal. Nö. Auch gut. Alles klar, Herr Kommissar. Schön, dass wir das Einstellungsmenü nicht mehr sehen können, weil es dunkel ist. Daran musste vielleicht gearbeitet werden. Also ganz eventuell. Dann noch nicht abstürzen wieder. Also, wenn es jetzt nochmal abschützen sollte, ich bin ganz ehrlich, ich habe da nicht Bock, dann nochmal komplett wieder hinzuspielen. Also, für den Fall würde ich mir auch wünschen, dass es irgendwie so eine Save-Funktion geben würde, beziehungsweise es reicht ja irgend so ein Checkpoint-System in regelmäßigen Abständen. Ja, ich häng hier.
irgendwo wieder fest. Immer wieder Licht. Ja, also das Ding ist ja, also Taschenlampe hin, Taschenlampe her. Hätte ich jetzt hier irgendwie unterwegs was einsammeln müssen? Dann brauche ich mehr Licht. Aber warte mal, können wir jetzt, wenn wir hier gerade eine Lichtquelle haben? So. Video. Aber wir können auch. Kann hier nichts einstellen. Nein. Keine Helligkeit einstellbar. Schade. Schade. Ich weiß es auch nicht, ob das Lampe an oder aus. Ich habe gerade. Muss ich jetzt hier irgendwie die Ränder ableuchten? Okay, ja, ich bin auch ein bisschen doof. Klar, Taschenlampe ist an der Pistole dran. Das heißt, wir müssen die Pistole irgendwo hin. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Echt ein bisschen. So, hat einer vielleicht einen anderen Kopf, den ich so mal eben ausleihen kann? Oder kann ich mir einfach irgendeinen grabben? Nee, ne? Hi. Es ist schon spooky. Köpfe sehen alle so auch nicht aus, als könnte man die mitnehmen. So, wo sind wir da? Es ist ein bisschen clunky. Da ist schon wieder der. Gut, aber irgendwas scheinen wir zu übersehen. Was passiert denn, wenn ich jetzt da noch mal rangehe? Will er unseren Kopf? Muss ich draufschießen? Nein, you complete me. Das, was aber noch fehlt, wäre theoretisch ein Kopf. Jetzt bin ich aber auch hartnäckig und würde das gerne. Gerne irgendwie zu Ende bringen. Hätte man nicht Ducken auf Zitterill setzen können? Muss doch jetzt irgendwo.
Irgendjemand muss doch einen Kopf für mich haben. Euch auch nicht. So, und hier liegt ja auch irgendwie nichts, ne? Okay, was ist das? Oh, ein Lockpick-Spiel, was ich nicht verstehe. Geil. Warte mal, vielleicht auf dem anderen Uhr dann auch noch irgendwie was? Ah, okay. Aufnahmen. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Dieses Minigame. Wie geht das? Alles klar. Floating head. N. N. Oder es ist ein M. Weiß es nicht. Aber wie kommt er bitte auf, ja, dauert ungefähr eine halbe Stunde. Also wenn du das Spiel vielleicht in- und auswendig kennst, dann... Ach so. Breaking news. A man has reportedly killed his wife in the quiet suburbs of... Police have been called by scared neighbors as they heard shouting and crying, which they thought was strange coming from their house as this has never happened before. Unfortunately, as the officers arrived on the scene, a loud gunshot was heard echoing through the otherwise quiet night. Wir brauchen fünf Buchstaben, ne? H.
Haben jetzt aber nur zwei. Was described as being happy, outgoing and full of life. Her husband, 28-year-old Michael, was seen as a quiet but happy and well-adjusted man. This horrible tragedy has come as a big shock. The motive behind this seemingly strange murder is still under investigation, but the police have confirmed a single gunshot wound to the chest was the cause of Emily's demise. The motive that led to this horrific act is still shrouded in mystery. Was it the sudden surge of uncontrollable anger? Or was it the culmination of a long... Okay, need a helping hand? Okay. Ja. Ja, okay, das ist schon. Oh, ich möchte schon gerne jetzt irgendwie auch das ganze Spiel haben und ich glaube, da kann sich wirklich eine sehr coole Story drum entwickeln. Und es muss ja kein. Das muss ja auch kein, ich bin ein 4-5-Stunden-Game sein. Also, das war die Tür. Also, wenn du da wirklich sagst, okay, ich mache da irgendwie ein 2-Stunden-Game draus. Und es ist aber so auch atmosphärisch. Ey, why not? So freaky. Und die Engine macht es ja nicht besser. Hast du noch deine Hand für mich? Ja, gut, aber wie gesagt, die Steuerung ist ein bisschen zickig. Ich habe eine Idee. Okay, die nicht hinhaut. Also wir hatten ein E und ein N. Was hier? War das N vielleicht der letzte Buchstabe? One eternity later. Ernsthaft? Okay. Dann war das nicht mal, dann war das E ja nicht mal der erste Buchstabe, den wir gefunden haben.
Ja, alles gut. Oh, you got me good. You got me good. Hauptsache, meine Frau fragt aus einem anderen Zimmer, ob alles gut ist. Ja, ich spiele halt ein Horrorspiel. Wir können rennen, was aber scheiße ist, weil wir dann nichts sehen. Komm. Jumpscare der Hölle. Jumpscare der Hölle. Was? Und wir fangen jetzt von vorne an. Kinder, hier geklaut von einem anderen YouTube-Kanal das Ende der Demo. Ja, oder auch nicht. Liebe Freunde, denn ich habe mir das Ende gerade angeguckt und tatsächlich passiert da dann auch eigentlich gar nichts mehr so viel. Das Viech, was mir einen Jumpscare eingejagt hat, das ist das Viech gewesen, was hinter mir her gewesen ist. Und wenn da steht, press Shift to Sprint, dann sollte man auch Shift pressen zum Sprinten, weil sonst fängt man wieder von vorne an. Im Endeffekt läuft man noch irgendwie durch ein, zwei Waggons, da passiert auch nichts mehr. Sieht ja, einen so ein People in so einem komischen Waggon steht, geht da rein und schon steht man wieder quasi, wenn man so will, am Anfang. Alles ist normal und der Radiosprecher sagt: Breaking News, vielen Dank, dass Sie Fractured Mind gespielt haben. Eure Meinung interessiert mich sehr. Schreibt es gerne in den Kommentarbereich herein. Ich finde das Spiel tatsächlich auch hier sehr interessant. Ich bin sehr gespannt darauf, was aus diesem Game wird. Ich mag die Atmosphäre. Ich würde mir auf der einen Seite natürlich auch so ein bisschen wünschen, halt, so dass man noch an der Soundkulisse ein bisschen arbeitet, ne? Also gerade wenn wir in der U-Bahn sind und die fährt, die macht ja noch so ein paar Geräusche, nicht? Und ja. Ein Autosave-System oder generell irgendwie ein Save-System würde ich mir sehr wünschen, weil es ist tatsächlich sehr ärgerlich, so kurz vor Ende, dass dann halt irgendwas passiert, dass du wieder von vorne anfangen musst. Das finde ich sehr schade. Sehr schade. Aber gut, wie gesagt, wenn ihr das Spiel selber gerne mal anzocken wollt, macht es gerne. Link ist in der Videobeschreibung rein und ich sage natürlich vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben! Wenn ihr das erste Mal hier seid, schön, dass ihr da seid. Hallo, herzlich willkommen. Schuhe bitte ausziehen, danke. Ja, abonniert gerne den Kanal, läutet die Glocke. Ihr kennt das Spiel und das würde uns natürlich sehr, sehr, sehr freuen. Mein Name ist Ben Naka, Captain Aldi. Das war ein First Look für Cloudplay und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.